Das ist auf jeden Fall Regen, der fällt. Und kann sein, dass das hier drüber streift, wäre möglich. Aber sonst schaut es im Moment ganz gut aus. Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin am Platzl draußen für 2 Tage. Und mit dem Dachzelt mache ich es mir gemütlich. Mal weg vom ganzen Alltagsstress und so weiter. Ein bisschen entschleunigen. Ist ja ein wunderschönes Waldstück auch da. Und ja, ich war hier im Herbst schon mal. Da sah es ganz anders aus. Oder im Frühjahr, wo es noch kalt war. Ist natürlich herrlich jetzt hier mit den grünen Blättern. Alles tolle Sache. Gut, wie gesagt, ich bleibe 2 Tage da. Wir hatten gestern schon krasse Unwetter bei mir in der Gegend und ich hoffe, dass es hier hält. Ansonsten werde ich die Erfahrung wohl machen müssen, wie es im Dachzelt ist, beziehungsweise muss ich ins Auto switchen, wenn es hart auf hart kommt. Das hoffe ich nicht. So, und dann bekomme ich noch Besuch morgen. Der Sven Künkele kommt noch dazu mit seinem neuen Camper. Freue mich schon drauf, bin mal gespannt, wie das Ding so ausschaut. Ja, wenn ihr Bock habt, dran zu bleiben, dann schaltet nicht ab und bleibt halt dran. So, wie man sehen kann, ist immer noch das Thermozelt da drin. Das muss ich jetzt erstmal abbauen, weil sonst ersticke ich. Das möchte ich vermeiden, ehrlich gesagt. Ist ja warm genug. Das Thermozelt an sich oder das Innenzelt oder Thermohaube auch genannt, die war wirklich klasse im Winter. Du hast durch die Körpertemperatur hast ein angenehmes Klima entwickelt da drin, wirklich warm. Also ich schätze mal ungefähr 5 Grad mindestens waren das Unterschied zu draußen. Das Einzige, was jetzt saublöd ist, ich hatte damals ein Thermometer mir extra gekauft und hatte dieses vergessen. Ich wollte unbedingt den Unterschied zwischen draußen und drinnen messen. Hat leider nicht geklappt. Aber gefühlt waren es ungefähr so 5 Grad. Ähnlich wie beim Biwaksack. War sehr begeistert. Funktioniert auf jeden Fall. Wer sich sowas überlegt, kann da nichts falsch machen. Zumal die Feuchtigkeit eben viel angenehmer ist, beziehungsweise eigentlich keine zu spüren ist. Das hatte ich am Anfang ohne das Thermotent, da war es dann eisig in der Früh und durch das, dass die Zeltwand halt eben vereist war, durch den diesen eiskalten Nebel da, Bodenfrost, das war ekelhaft. Aber so kann man es gut aushalten. Gut, genug gequatscht. Jetzt mache ich mal den Rest hier fertig. So, das Dachzelt ist jetzt außenrum oder ringsrum offen. Da kann die Luft schön zirkulieren. Hier war alles offen gelassen. Genau. Da kann man es nochmal ganz schön sehen. Mit diesen Gummis, da hakt man das unten ein bei der Matratze. Ansonsten hat man überall diese Haken, die dann kompatibel sind mit dem Dachzelt. Das hakt man überall so ein und dann ist das erledigt. Dann sitzt das. Aber das haben wir im Winter wieder genug geredet über das Thermo-Innenzelt. Was Kaltes aus der Kühlbox. Nachher gibt es ein Käffchen dann. Ein bisschen später, so um 3 oder 4. Wenn es ein bisschen kühler ist, auf jeden Fall. Hui, aber schön mit den Blättern hier und Bäumen. Der leichte Wind gefällt mir gut. Aber trotzdem bin ich heute sehr aus Wetter bedacht. Ich werde ordentlich Ausschau halten heute. Wer wissen möchte, wie es im Wald so ist, im Gewitter, im starken Gewitter mit starken Windböen und Hagel, der sollte auf jeden Fall mal mein Video anschauen. Ich habe es da oben rein in die Infobox, da in die Ecke. Oder in die Ecke. Und genau, schaut euch das mal an. Ist ganz interessant. Muss man aber nicht unbedingt erleben, sowas. Immer mal ein bisschen einen Blick auf den Wetterradar beziehungsweise aufs Wetter selber, was die sagen, die guten Leute. Ah, da schau her, heute ein bisschen Regen, okay, zwischen 19 und 8 Uhr. 10%, 2%. Ob das mal stimmt, also gestern war es falsch, definitiv. Weil da haben sie gesagt, trocken und also Mond
schwer zu sehen an Scheiß. Das war nicht so. Da hat es ringsherum gewittert und es hat auch geregnet, aber ordentlich. Also von dem her, da schaue ich dann doch lieber mit den Augen, als mich darauf zu verlassen. So eine kleine Roomtour, da ist mein Kissen, das ich noch nicht auseinandergebaut habe. Und noch ein anderes Kissen und hier meine Decke, mehr ist es nicht. Und hier, das ist die Matratze. Genau, und da oben ist noch dieses, ja, Skyroof nennen sich das, glaube ich, dieses Fenster. Da kann man wunderbar rausschauen, wie man sieht. So, trotz Hitze, jetzt ist erstmal ein Käffchen. Das muss einfach sein. Also unterm Tarp ist es echt gut auszuhalten, das muss ich schon sagen. Gute Sache. Ja, dadurch, dass ich jetzt hier auch noch aufgemacht habe oben, geht der Wind ringsrum durch. Echt angenehm. Super. So passt das wirklich gut. Jetzt habe ich gerade auf die Wetter-App geschaut. Jetzt hat sich schon wieder verändert. Jetzt haben sie den Regen fast ganz abgesagt, zum Glück. Ja, schaut auch wirklich überhaupt nicht so aus. Der Wind ist halt total angenehm. Das bin ich froh, dass der da ist. Noah, ist schon schön. Super heiß. Oh, jetzt schauen wir mal. 8 Uhr, ein bisschen Regen, also Witz. Sollte passen. Wenn nicht, dann ist die Wetter-App schlecht, möchte ich mal so sagen. Ja, Holz ist gemacht. Nachher grille ich mir dann ein bisschen was. Dann gehe ich dann rüber.
Hier ist es. Uah! Desaster. So, das mit der Jackery hier, das ist gar nicht so verkehrt. Das funktioniert ganz gut. Mit der Kühlbox meine ich. Mein Problem ist bloß, ich habe die Solarpanels vergessen. Das ärgert mich ein bisschen. Das hätte ich nämlich morgen dann den ganzen Tag locker aufladen können. Und außerdem mal richtig ausprobieren. Ja, das ärgert mich jetzt. Habe ich ein bisschen das Wetter aus den Augen verloren, weil ich jetzt am Grillen bin. Aber es wird dunkler und bin aufmerksam durch ein, also geworden, weil es ein bisschen gerumpelt hat. Und da hinten, also da regnet es auch. Das ist auf jeden Fall Regen, der fällt. Und kann sein, dass das hier drüber streift, wäre möglich. Aber sonst schaut es im Moment ganz gut aus. Also nichts, was jetzt... Ha, es tröpfelt schon. Gut. Ging ja ratzifatz. Ja, passt. So angenehmer kleiner Regen, kann nicht schaden. Ich werde jetzt mal trotzdem gemütlich weiter essen. Tja, bleibt auf jeden Fall spannend. Immer noch ringsrum dunkel. Von der Wetterseite, die ich habe, kommt nichts. Also im Moment hell. Da drüben habe ich Blitze gesehen. Manchmal donnert es. Ist aber sehr weit weg wahrscheinlich. Und der Wind, Gott sei Dank, ist gerade ein bisschen da. Da merkt man schon, dass außenrum auf jeden Fall die Post abgeht. Irgendwo. Aber im Moment nicht hier. Also wie gesagt, bleibt auf jeden Fall spannend. Weiterhin beobachten. Jetzt fällt mir gerade so ein, weil ich am Lagerfeuer sitze. Letztens war ich ja auch erst beim Tassilo, Sven, Tom, Markus im Wald. War wunderbar, also richtig schöne Zeit haben wir da gehabt. Und ich bin echt froh, dass ich die Jungs mal wieder gesehen habe nach so langer Zeit. Und grüßt euch an dieser Stelle, falls ihr dieses Video seht, wenn es euch interessiert. Genau, ja, war auf jeden Fall klasse.
Der Kali. Der Kali. Das Geile ist, kannst du auch mal anschauen, weil in dem Kontext ist schwierig sonst. Ja, ja, da stellen wir einen. Nein, das nicht. Das geht mir mit der Nähe. Also das Hin und Her mit dem Wetter, das geht mir so richtig auf die Nerven gerade. Jetzt regnet es wieder, dann regnet es wieder nicht, dann donnert es, dann wieder nicht. Herrgott nochmal, es ist so lästig gerade. Ständig muss ich meinen Platz räumen und so weiter. Naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass da auf jeden Fall nochmal was Schönes kommt. Und ich bin gewappnet, ich habe das Dachzelt soweit wasserdicht gemacht, also zu alles. Und das Tarp weggebaut, wegen dem Sturm vielleicht oder sonstigen. Und ja, bin bereit. So Leute, ich habe mich jetzt ins Zelt verkrümelt und wenn sonst nichts mehr ist, dann sehen wir uns morgen früh. Morgen. Ja, wie war die Nacht jetzt? Es war, irgendwann bin ich eingeschlafen. Immer das Gleiche, also es hat immer wieder, es war also richtig starker Sturm da, das habe ich ja schon gezeigt. Und auch heftiger Regen zum Teil, Blitze außenrum und das war's. Also hier war kein Gewitter. Aber jetzt habe ich das Zelt wenigstens mal im Regen getestet. Und im Sturm richtig und es funktioniert einwandfrei, also tipptopp, da fehlt sich gar nichts. Schöne, trockene, warme Bude, alles cool. Heute ist ziemlich kühl jetzt noch, also mit dem Wind und dunkle Wolken fetzen da auch noch rum. Ja, ist ja erst, ja was heißt erst, ist eigentlich relativ spät, 8:45. Da habe ich schon vorgestellt, dass ich dann meinen ersten Kaffee trinke und frühstücke, aber nö. Ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen so liegen und schaue da raus und hoffe, dass der Wind nachlässt und es vielleicht ein bisschen wärmer wird. So sieht der Tagesablauf aus, weil ich wollte ja mit dem Sven, der kommt ja nachher noch nach, dann schon draußen grillen, aber jetzt bei dem starken Wind, daran kann man jetzt nicht denken, aber es ist noch früh und vielleicht ändert sich das noch.
Ja, war eine extrem unruhige Nacht natürlich. Mit dem nochmal so Blitzen außenrum. Die Möglichkeit, dass Gewitter dann über dem Dachzelt schwebt oder sonstiges, war ziemlich groß. Hab dann immer ganz gemütlich rausgeschaut. Das war ein bisschen lästig. Ich musste dann, wenn es stärker geregnet hat, musste ich es wieder zumachen. Also dieses Fenster mit dem Moskitonetz, was dann ein bisschen reingedröpfelt hat. Und dann wieder auf und dann wieder zu. Irgendwann habe ich mich dann auf die andere Seite gelegt, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich doch ein bisschen mit dem Kopf nach unten war. Das war dann unangenehm, konnte ich nicht schlafen. Mich umgedreht. Ja, irgendwann bin ich dann eingepennt, war mir dann auch egal. Jedenfalls hat es ordentlich geregnet und es war richtig gemütlich. Es war einfach. Also mir hat es echt gut gefallen, die Nacht. Die war super. Und jetzt mit dem Wind, naja, es geht schon so unterm Tarp. Schon recht stürmisch. Naja, stürmisch ist übertrieben, windig. Guter Wind geht auf jeden Fall. Und es ist deutlich kühler als gestern. Auf jeden Fall auch. Ja, das geht schon. Ich finde es trotzdem super. Macht es einfach Spaß hier draußen. Und wie gesagt, die Nacht war saugemütlich. Habe auch nochmal geschlafen dann vorn. Ich bin nochmal um 9 Uhr eingepennt, bis um 10, halb 11 sogar fast. Jetzt haben wir es schon 11:15. Ja, Wahnsinn. Passt. So, ich gönne mir jetzt ein bisschen Mittagsruhe. Ich bin müde noch. In ein paar Stunden kommt das Van, da freue ich mich schon drauf. Und dann schauen wir uns mal seinen Van an. Oder sein Minicamper in dem Fall. Bin ich echt mal gespannt. Freue mich auf jeden Fall. Also falls du wissen willst, wie der Campinggaskocher, dieser Camp Bistro 2 so ist hier, ja, es ist also nichts Besonderes, funktioniert jetzt bei warmen Temperaturen definitiv, ist eine gute Sache. Ich finde es halt praktisch, was quasi nichts zum Aufbauen ist und ist ziemlich schnell, zumindest bei diesen Temperaturen. Ja, den Rest, nein, muss man halt sehen. Explodiert oder irgendwie was ausgelaufen ist, bis jetzt noch nichts, also dass die Gaskartusche irgendwie weiter zischelt oder so, habe ich auch noch nicht erlebt, aber ich tue dann natürlich immer wieder anlocken da, also so in Betrieb nehmen und so wieder, ja, so ist halt dann sicher, und wenn ich ihn dann abends nicht mehr brauche, dann freue mich, mache ich die Kartusche auch komplett raus, nur mal dazu, natürlich immer, also nicht im geschlossenen Raum, aber sehr logisch, was erzähle ich da eigentlich, auf jeden Fall. Ich finde ihn gut. So, mein Besuch, der wird bald kommen, jetzt haben wir es bald soweit, aber der Wind wird immer mehr, verschwindet einfach nicht. Teilweise richtig heftige Böen. Das Tarp hält gut aus, Zelt hält gut aus, passt schon im Moment, aber irgendwie nervt.
Nach langer Zeit, der Sven ist endlich angekommen mit seinem Peugeot-Partner. Und wenn ihr Interesse habt, dann machen wir jetzt einfach mal eine Roomtour, oder? Der Sven zeigt jetzt mal sein Auto, seinen Campingwagen. So, dann machen wir mal hier kurze Vorstellung. Haben mich schon einige Leute gefragt. Bernd macht sich jetzt die Mühe und macht da ein Video. Ich habe keinen Bock, nein, keine Zeit. Deswegen kurze Vorstellung hier vom neuen Auto. Ihr seht, ich bin wieder mobil im Auto unterwegs. Das ist ein Peugeot Partner, 21er Baujahr, der 130 PS Turbodiesel mit dem Schlechtwegepaket, das heißt, der ist höher mit den dicken Reifen drauf und der Traktionshilfe, der elektronischen Sperre und der Fahrschutzplatte. Ist ein ausgebauter Camper und zwar von der Firma Alpine Camper, kleine Firma in Lenggries, super schöne Location in der alten Pionierskaserne, super nette Firma. Die haben das Ding komplett ausgebaut, das heißt, das ist kein ich mache alles selber, sonst ist es wirklich ein professionell ausgebauter Camper. Jo, und den schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ja, wir haben hier ein Hubdach drauf, wir haben eine Markise dran. Markise ist natürlich super spießig, aber einfach wahnsinnig viel wert, weil es den Lebensraum deutlich erhöht und man da einfach bei fast jedem Wetter drunter sitzen kann. Hinten ist der Fahrradträger dran, Hängerkupplung. Das Mountainbike ist drauf, weil ich auf dem Weg nach Österreich bin für eine Biketour. Ja, und so kann ich doch am relativ kleinen Auto dann alles mitnehmen, was ich brauche. Innen komplett ausgebaut und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Dometic Aufstellfenster, das heißt, auch wenn es regnet, kann man das Ding aufmachen. Und so schaut das Ganze aus. Ja, wir kommen im Wohnzimmer, Wohnschlafzimmer, Küche, Einzimmerwohnung. Ja, ihr seht, hier ist das in der quasi ein Tagessetup als Couch. Sitzhöhe für kleine Menschen wie mich absolut ausreichend. Einfacher Küchenblock hier, aber alles dran, was man braucht. Wir haben hier einen Gaskocher, Kartuschenkocher, hier ein Waschbecken mit Frisch- und Abwasserkanister. Ist hier unten einfach ein Kanisterkreislauf. Genau, eben hier Essen, Töpfe, das ganze Zeug, was man braucht. Die Couch hier lässt sich abends zum Bett ausziehen. Das geht auch ziemlich easy. Ist hier einfach ein Splint. Dann kann man das Ganze hier ausziehen. Und dann die Polster von da hinten, die passen genau hier rein. Und so hat man dann 1,20 Meter Liegefläche, 2 Meter Länge. Absolut ausreichend. Genau, und das Besondere eben beim Peugeot Partner ist, dass das ein quasi Dreisitzer ist oder 2,5-Sitzer. Ich habe das hier gerade nur. Lass das mal flacken. Ich habe das alles zugebaut, also hier natürlich ein normaler Sitz, den man eben vorklappen kann. Da habe ich jetzt die Taschen und den mittleren Sitz kann man eben auch nach vorne klappen. Das heißt, wenn das Bett aufgebaut ist, haben wir da vorne eben noch so ein Hundebett und der Hund kann vorne drin pennen. Und wir haben zu dritt hier bequem Platz. Genau, Hubdach machen wir vielleicht später, weil ich muss das Auto noch umparken. Genau, unter dem Bett haben wir eben noch Staufächer. Zwei große Fächer, da ist eben Decke, Schlafsack drin und so Kram. Hinten habe ich eben Campingzeug drin und hier haben wir noch eine Dometic Kompressor-Kühlbox. Die Dinger sind, soweit ich weiß, aus dem Schiffsbau bzw. LKWs haben das oft, Kühlschublade. Hat natürlich den großen Vorteil, dass ihr während der Fahrt auch den Sitz runterklappen und die Getränke greifen könnt. Vorbei, war noch eine wunderbare Zeit am Lagerfeuer, haben wir viel gequatscht, nach so langem Nichtsehen, hat mir wirklich getaugt, war super. Ja, es ist deutlich kälter geworden, ich habe das Thermo-Inlet jetzt reingemacht
Und endlich ist die Nacht ruhig. Der Sturm ist ja verschwunden, also der Wind, der heftige. Und jetzt freue ich mich auf eine richtig ruhige, sternenklare Nacht. Ja, also ich habe das weitgehend offen gelassen, damit schön Luft reinkommt hier. Klasse. Ich habe das Inlet rein, gleich wie ich ins Dachzelt hoch bin schon, wie wir uns verabschiedet haben. Wie so gefühlt, ne? Mhm. Oh, hab ich mir gedacht, das ist mir zu nass. Habe ich keinen Bock. Da habe ich das Inlet rein, es war auch echt schweinekalt. Und das ging dann sofort, die Wärme war gleich da. Das war richtig genial. So, genau. Genau, er sagt schon. So. Jetzt war's das wieder. Der Sven packt langsam zusammen. Ich werde auch das Tarp zusammenräumen und alles soweit fertig machen. Jetzt nicht komplett abbauen, weil das Zelt muss noch ein bisschen... Ich stehe hier am Berg, gell? Ich bin so winzig. Ja, stimmt, ich bin höher. Jetzt so. Das haben wir aber immer, ne? Ja. Oder der Weitwinkel, der macht das so lustig. Das ist der Weitwinkel. Eigentlich bin ich ein Riese. Ja, eben. Ja, was wollte ich sagen? Das war's mit dem Video. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. War eine tolle Zeit. Ich war ja 2 Tage draußen. Was ist? Du hast überall Ameisen. Ja, ich habe schon gemerkt. So. Das ist vielleicht was. Ja, so ist es hier draußen eben. Ja, schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns auf meinem Kanal beim nächsten Mal wieder, Sven. Danke, dass du da warst. Hat mich gefreut. Yes. Also, bis bald. Bis bald. Servus. So, nochmal ganz kurz zu der letzten Nacht. Also, es war relativ kühl und das Thermo-Inlet. Thermozelt drin, das hat auf jeden Fall seinen Dienst getan. Also ich habe die Fenster habe ich so offen gelassen, damit Luft durchzieht und so, aber das war halt nicht so feucht. Ich habe halt gemerkt, die Zeltwand, die war schon so klamm und das mag ich überhaupt nicht zurzeit. Und dadurch ist natürlich, es war einfach ein angenehmes Klima, also das Thermozelt. Ich bin froh, dass ich es nochmal reingemacht habe. Es geht ja auch relativ schnell. So habe ich eine schöne Nacht gehabt. Es war die entspannteste Nacht überhaupt, nach dem letzten Windzeugs und alles, was ich da die 2 Tage hatte. War das tipptopp, hab super geschlafen. Und schade, dass ich heute wieder heim muss, das wenn. Naja, so ist es eben. Also dann.